So, Stinkefinger-Affäre um Carlo Ancelotti endlich abgeschlossen. Das heißt, wir können uns wieder um Fußball kümmern. Und das sind doch gute Nachrichten. Umgekehrte Vorzeichen im Spiel Wolfsburg gegen Werder. In der Stadt der Liebe Wolfsburg kriselt es gewaltig. Der VfL Wolfsburg hat offensichtlich ein Einstellungsproblem. Nur nach der Hallo-Wach-Rede von Valerian Ismail in der Halbzeitpause im Spiel gegen die Hoffenheimer konnten die Wölfe das Spiel noch drehen. Danach gab es diesen blutleeren Auftritt bei 13:0 Niederlage gegen Borussia Dortmund. Dafür konnte man bei Werder die ersten drei Punkte in der Rückrunde einfahren, in einem 2:0-Spiel gegen den FSV Mainz 05. Maßgeblichen Anteil an dem Sieg hatten das neue 4-4-2-System, was für Stabilität bei Werder sorgte, und die gut funktionierende Doppel-6 aus Delaney und Clemens Fritz. Beide fallen nun in diesem Spiel gegen die Wölfe aus. Delaney, weil er eine Gehirnerschütterung hat und auch einen Gesichtsbruch erlitten hat. Hoffentlich ist er hier im nächsten Spiel für die Werderaner wieder dabei, und Clemens Fritz muss aufgrund einer Gelbsperre einmal zusehen. Bei den Wölfen fällt Aşkan Deljaga aus. Zu Hause sind die Wölfe stärker als auswärts. Werder, wie gesagt, mit dem Problem gerade im defensiven Zentrum. Also glaube ich, dass das hier ein spannendes Spiel werden wird. Die Wölfe werden vor heimischem Publikum wieder angreifen wollen. Ich tippe hier auf ein 2:2. Leute, seid ihr Jeck? Wenn euch die Bundesliga-Tipps gefallen, gebt dem Video eine Karnevalsmütze nach oben und abonniert den Kanal. Am Samstag trifft der FC Bayern München auf den Hamburger SV. Ob der Ausgleichstreffer der Bayern gegen den HSV schon am Samstag fallen wird oder erst am Sonntag früh, müssen wir einmal abwarten. Jetzt lassen wir die Diskussion im Nachspielzeit mal außen vor. Von der Leistung her ein verdienter Punkt der Bayern gegen die Berliner. Ein etwas schwächerer Auftritt nach der Champions League Gala gegen den FC Arsenal war auch schon erwartet worden, und so ein bisschen wurde man da bestätigt. Sie treffen auf einen inzwischen wiederbelebten Hamburger Sportverein, der, wenn es ganz schlecht läuft, gegen die Bayern sogar mitspielen will. Und was Besseres kann den Bayern eigentlich zu Hause nicht passieren. Der HSV weiter mit Stürmernot. Wahrscheinlich kehrt Bobby Wood wieder zurück. Dafür kann es sein, dass Aaron Hunt ausfällt. Der hat nämlich muskuläre Probleme und musste hier das Training abbrechen. Pierre-Michel Lasogga und seine liebreizende Mutter spielen beim HSV aktuell keine Rolle mehr. Bei den Bayern kehrte Franck Ribéry zurück in das Mannschaftstraining. Wahrscheinlich wird es hier für ein paar Einsatzminuten für ihn reichen. Die Bayern mit einem Spektakel zu Hause. Bayern gegen den HSV 3:0. Ebenfalls am Samstag trifft der SC Freiburg auf Borussia Dortmund. Unter der Woche war Trainer Thomas Tuchel ja auf einen kleinen Schmusekurs sowohl zu seinen Spielern als auch zu den Reportern unterwegs. Offenbar hier noch der Versuch, so ein bisschen die Deutungshoheit wieder zu erlangen und als Trainer wieder ein paar Pluspunkte zu sammeln. Man trifft auf einen sehr interessanten Gegner, der SC Freiburg, seit dem Aufstieg in der Bundesliga sehr heimstark. Die Freiburger haben auch keine Scheu hier vor großen Gegnern. Schmerzhaft hingegen ist der Ausfall von Yannick Haberer, der seine 5. gelbe Karte kassiert hat. Seit der Rückrunde war hier ein belebender Faktor für das Spiel der Freiburger. Bei der Borussia fehlen Rode, Götze und auch Bender, aber ich glaube, das wird das Spiel momentan nicht so sehr beeinflussen. Es wird eine sehr interessante Partie werden, und ich kann mir vorstellen, dass wir im Freiburger Schwarzwaldstadion das erste Unentschieden dieser Saison sehen werden für die Freiburger. Von daher tippe ich hier Freiburg gegen Borussia Dortmund 2:2. Das Topspiel am Samstagabend ist Hertha BSC Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Noch zum Ende der Hinserie wäre das ein absolutes Spitzenduell gewesen. Hertha seit der Rückrunde mit 4 Punkten 14. der Rückrundentabelle, die Frankfurter mit 6 Punkten immerhin 12. der Rückrundentabelle, allerdings mit 2 Niederlagen in Folge. Zuletzt der ratlose Auftritt gegen den FC Ingolstadt. Hertha zu Hause immer noch eine Macht, unangefochten hier auf Platz 1 der Heimtabelle. Schieber und Weiser fallen bei den Herthanern aus. Bei den Frankfurtern muss man auf die defensiv stabilisierenden Spieler Omar Mascarell und Abraham verzichten. Der eine sitzt seine Gelbsperre ab, der andere seine rote Kartensperre. Gute Nachrichten gibt es dagegen von Fabian. Der Offensivakteur konnte so langsam wieder in das Lauftraining der Mannschaft einsteigen. Für eine Nominierung im Kader kommt es allerdings zu früh. Das wird noch ein bisschen bei ihm dauern. Die Krise der Frankfurter geht weiter. Die Herthaner schieben den Bayern-Frust beiseite und werden zu Hause wieder richtig auftrumpfen und souverän mit 2:0 gewinnen. Vermutlich das interessanteste Spiel läuft ebenfalls am Samstag. RB Leipzig gegen 1. FC Köln. Die Leipziger sind wieder in der Spur. Zuletzt der Sieg gegen Borussia Mönchengladbach mit dem 1:2, den sie fast in letzter Sekunde noch aus der Hand gegeben hätten. Aber auch der 1. FC Köln in der Rückrunde sehr stabil. Klar, bei den Kölnern fehlt so ein bisschen das Kreativpotenzial mit Bittencourt und Risse. Beide fehlen natürlich verletzungsbedingt. Bei RB Leipzig, klar, müssen wir auf Pausen verzichten, der natürlich weiterhin noch nicht einsatzbereit ist. Eine richtige Alternative hat sich für Pausen bisher noch nicht gezeigt.
gezeigt. Macht aber auch nichts. Timo Werner zeigt weiterhin seine Qualitäten, die er hat und trifft hier weiter für RB. Wenn Werner jetzt noch ein paar unnötige Dinge abstellen würde, wäre er sicherlich einer für Yogi, der ihn sicherlich in beide Richtungen genau beobachten wird. Werner ist erst 20 Jahre alt und darf hier natürlich noch, wenn auch große Fehler momentan machen. Jetzt wird es interessant, liebe Freunde. Wenn RB Leipzig zu Hause das Spiel machen will, treffen sie auf eine Mannschaft, die das eiskalt ausnutzen wird, ähnlich wie Atletico Madrid auch in Leverkusen das eiskalt ausgenutzt hat. Entweder gelingt den Leipzigern ein frühes Tor oder sie laufen halt Gefahr, dass die Kölner das Ganze eiskalt ausnutzen werden. Wird taktisch eines der interessantesten Spiele des Jahres in der Bundesliga werden. Ich tippe auf ein sehr spannendes 0:0. So, liebe Freunde, dann haben wir noch Darmstadt gegen Augsburg. Auch ein interessantes Kellerduell. Augsburg läuft Gefahr, hier unten rein zu geraten. Darmstadt ja zuletzt doch wieder mit der Niederlage. Werden wir abwarten müssen, wie die Saison weiter verlaufen wird. Mein Tipp ist für dieses Spiel 1:1. Dann haben wir noch Bayer 04 Leverkusen gegen FSV Mainz 05. Die Hauptfrage, die sich hier natürlich stellt, ist, wann stellt mir Leverkusen endlich ein Logo zur Verfügung, dass ich das auch verwenden darf? Die zweite Frage ist natürlich, wie dieses Spiel ausgehen wird. Leverkusen zuletzt ja wieder zurück in der Spur. Auch ein interessanter Auftritt gegen Atletico Madrid, die man sogar teilweise am Rande eines Unentschiedens hatte. Allerdings darf man hier zu Hause nicht so ins offene Messer laufen gegen so eine Mannschaft. Leverkusen gegen Mainz wird es schwierig werden nach der Champions League. Ich tippe hier auf ein 0:1. Am Sonntag trifft der FC Ingolstadt auf Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher ja unter der Woche wieder in der Europa League gegen Florenz unterwegs. Das wird natürlich Kräfte kosten. Ingolstadt zeigt zuletzt, dass sie insbesondere bei Standards wirklich eine Waffe haben. Ich glaube, dass hier eine Überraschung für die Ingolstädter drin ist und Borussia Mönchengladbach vielleicht in eine kleine Mini-Krise wieder zurückfällt, nachdem es ganz gut gelaufen ist. Ingolstadt mit den gefährlichen Standards 2:1. Das letzte Spiel am Sonntagabend ist Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim. Schalke ja ebenfalls unter der Woche mit dem 1:1 in der Europa League. Die Hoffenheimer konnten sich hier erholen und sind sowieso auswärts auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass es hier wieder zu einer Punkteteilung kommen wird. Schalke gegen TSG Hoffenheim 2:2. So, liebe Freunde, das waren meine Tipps zum Karnevalswochenende. Wie tippt ihr die Spiele? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, die Top 10 der umsatzstärksten Vereine 2017 euch anzuschauen. Und am Samstag gibt es den nächsten Bundesliga-Talk-Livestream. Ab 17.30 Uhr geht's los, nach der Bundesliga-Konferenz ist vor dem Topspiel. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bleibt am Ball, euer Sören. Ciao.